Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem ganz besonderen Origami-Video. Ich zeige euch nämlich heute einen riesengroßen Basketta-Stern. Hier vorne seht ihr schon mal einen kleinen, der ist ungefähr 12 cm hoch. Und ihr seht hier schon die Module, aus denen ich gleich den ganz großen zusammensetze. Ihr könnt hier das einmal vergleichen. Hier einmal der große Zacken im Vergleich zu den kleinen hier. Die Zettelchen für diesen hier waren 5x5 cm groß und diese Module sind aus Quadraten gefaltet, die 42x42 cm groß sind. Ich habe dafür altes Papier benutzt, was ich von einer Kalendertischunterlage hatte. Und das habe ich zugeschnitten und dann gefaltet. Ich habe hier schon mal die 30 Module liegen und den Aufbau zeige ich euch jetzt gleich. Wie genau ich die Module gefaltet habe, könnt ihr in einem anderen Video sehen. Da seht ihr das in etwas kleiner, nämlich mit diesem Stern hier. Das verlinke ich euch unten. Das wäre einfach zu groß, wenn ich das hier mit den 42 cm Papieren zeigen würde. Also geht es jetzt direkt mit dem Aufbau weiter. So, ihr habt gerade bestimmt schon gesehen, Kathi ist reingekommen und hat mir ein bisschen Gesellschaft geleistet beim Aufbau. Ja, ich war total erstaunt. Der ist ja super schön geworden. Vielen Dank. Und auch richtig schön groß. Also diesmal mal ein richtig riesengroßes Origami. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wie gesagt, ich verlinke euch unten die genauen Aufbauanleitungen noch. Und ja, vielleicht habt ihr mal Lust, das nachzumachen. Vielleicht auch in so riesengroß. Wie ich am Anfang gesagt habe, so Schreibtischunterlagenpapier eignet sich dafür ganz hervorragend. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss! Tschüss.